Liebe Leserinnen, lieber Leser, Sie haben uns in den letzten Tagen sehr viele Fragen zum Coronavirus und auch zu den Maßnahmen, die die spanische Regierung dagegen getroffen hat, gestellt. Deswegen frage ich nun unseren Chefredakteur Stefan Kippes, wie er die Situation einschätzt und welche Ratschläge er geben kann. Sehr viele Fragen betrafen auch die Ein- und Ausreise nach Spanien. Was ist zum Beispiel mit Leuten, die ihren Hauptwohnsitz in Spanien haben, aber gerade sich noch in Deutschland befinden? Also die Personen, die jetzt noch in Deutschland sind und in Spanien wohnen, die können ohne Probleme zurück. Das sind die Informationen, die uns da vorliegen. Da gibt es eigentlich keine Schwierigkeiten. Weil die Reise mit dem Flugzeug, also fahren mit dem Flugzeug, gibt es da keine Probleme, wenn man einen Flieger findet. Und wie sieht es zum Beispiel aus, wenn jemand aktuell umziehen muss, wenn jemand sich von einer Wohnung in derselben Stadt in eine andere bewegen muss und dafür natürlich auch seine Sachen transportieren muss von einem Ort an den anderen? Also das geht nicht. Es gibt hier eine Notstandsregelung und die besagt, dass man zu Hause bleiben soll, in seinem Haus. Und dass man sich nur zu ganz bestimmten Zwecken praktisch fortbewegen kann und das auch nur alleine, das ist ja schon mal schwierig beim Umzug. Und dazu gehört, dass zum Beispiel man kann in den Supermarkt gehen zum Einkaufen, man kann in die Apotheke gehen, man kann zum Arzt gehen, man kann auch Tabak kaufen oder man kann zur Post gehen, aber man kann sonst nicht aus dem Haus raus. Es gibt noch eine Sonderregelung, das ist die Fahrt zur Arbeit. Auch die Fahrt zur Arbeit, da braucht man, wenn man nicht zu Hause arbeitet im Homeoffice, ein Zertifikat von der Firma. Und was auch wichtig ist, was viele Leute nicht wissen, man darf eigentlich nur allein im Auto fahren. Das ist ganz wichtig, die Polizisten fangen da auch an, das schärfer zu kontrollieren. Man kann nur allein im Auto fahren. Und wie ist es, wenn jemand eine andere Person vom Flughafen abholen muss? Kann man dafür für solche speziellen Fälle auch eine Sondergenehmigung, zum Beispiel bei der Polizei, beantragen? Da haben wir keine Kenntnis drüber. Und in dem Fall muss dann die Person einfach am Flughafen warten, oder? Gut, es gibt nach wie vor immer noch öffentliche Verkehrsmittel. Ich weiß nicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da steht in dieser Regelung nichts dazu drin. Da kann ich also keine gesicherte Auskunft geben. Und wenn jetzt sich jemand aktuell in Spanien befindet, aber gerne nach Deutschland mit dem Auto reisen möchte, wie sieht es zum Beispiel an der Grenze zu Frankreich aus? Ja, momentan ist es so, dass es an der Grenze nach Frankreich ganz lange Staus gibt. Es liegen Informationen vom Konsulat in Malaga vor. Demnach ist die Heimreise mit dem Auto noch möglich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Informationen von den französischen Grenzbeamten und die lassen in der Tat eigentlich nur Residenten rein, die in Frankreich wohnen, also die untersagen eigentlich einen Transitverkehr. Wir haben mehrere Mitteilungen auch auf Facebook bei uns und die Leute sind alle noch rausgekommen, aber das ist auf jeden Fall eine Fahrt auf eigenes Risiko und es ist vor allem eine Situation momentan mit dem Coronavirus, die sich tagtäglich ändert. Je mehr sich die Ansteckungen häufen, desto strenger werden die Kontrollen. Also das ist der Eindruck, den ich habe. Und gibt es denn noch andere Alternativen, falls jemand nach Deutschland wirklich muss oder auch unsicher ist in Spanien, weil ja nicht jeder Spanisch spricht? Viele Leute fühlen sich wohler bei dem Gedanken, in Deutschland zu sein. Gibt es zum Beispiel Flüge nach Deutschland aktuell oder nach Österreich oder in die Schweiz? Ja, also es gibt Flüge, gibt es noch, es fallen immer mehr aus, aber es ist also auch jetzt reingekommen, es gibt sogenannte Rückholaktionen. Zum Beispiel hat also jetzt auch Deutschland eine Rückholaktion gestartet vom Auswärtigen Amt. Das heißt, es werden also Deutsche in Krisengebieten, also aus Krisengebieten zurückgeholt. Allerdings bezieht sich diese Rückholaktion hauptsächlich auf für sogenannte Gestrandete. Das sind also wahrscheinlich Touristen, die irgendwo festsitzen. Es gibt auch eine ähnliche Rückholaktion von Seiten Österreichs. Da bezieht sich es dann wirklich auf eine generelle Rückholaktion aus Krisengebieten, die ist allerdings mit der Quarantäne verbunden. Und auf Schweizer Seite, glaube ich, schaut es so aus, dass die Regierung ein allgemeines Hilfsprogramm verabschiedet hat,
das eher so eine finanzielle Unterstützung beinhaltet. Also wenn Leute in Probleme sind, bekommen die Geld, sei es wahrscheinlich dann, um vielleicht sich medizinisch behandeln zu lassen oder um ihre Rückreise zu organisieren. Und welche Stellen sind in diesem Fall dann die Ansprechpartner, wenn man so ein Hilfsprojekt zum Beispiel gerne nutzen möchte? Also momentan glaube ich, dass die verlässlichen Quellen eigentlich das Auswärtige Amt sind, die Botschaft und die Konsulate. Die haben wirklich die gesicherten Informationen. Das ist momentan auch sehr wichtig, weil sich halt alles sehr, sehr schnell ändert. Es geht alles sofort in die sozialen Netzwerke und was da drin steht, ist dann häufig richtig für den Zeitpunkt, in dem es veröffentlicht wird, aber vielleicht 24 Stunden später schon nicht mehr das wirkliche Problem. Und die gesicherten Informationen kommen eigentlich von den offiziellen Stellen. Da kann ich wirklich nur empfehlen, dass man sich auch an die wendet. Das ist ja eigentlich heute kein Problem mehr. Du hast jetzt auch gesagt, dass es bislang noch Flüge gibt, aber zum Beispiel Österreich hat Spanien auch als Risikoland eingestuft in der Stufe 6 von 6. Ja. Wie sieht es denn mit Flügen von Spanien nach Österreich aus? Ja, die gibt es nicht mehr, das ist richtig. Ich habe jetzt mich auf die Flüge bezogen, die nach Deutschland gehen, aber auch die fallen nicht mehr aus. Aber es ist definitiv so, dass man nicht mehr von Spanien nach Österreich reisen kann. Das ist ganz wichtig, ja. Und wenn in Deutschland die Flüge oder nach Deutschland die Flüge ausfallen, wie kriegen denn die Leute Kenntnis darüber, dass ihr Flug zum Beispiel ausfällt oder verschoben ist auf einen anderen Termin? Da muss man sich dann also wirklich direkt mit den Fluglinien in Verbindung setzen. Das ist, funktioniert heute ja vieles auch mit Apps, also, und mit Online-Buchungen. Und wenn man dann merkt, dass man zum Beispiel jetzt einen Rückflug hat und man kann nicht einchecken, dann ist das schon mal ein ganz sicheres Signal dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann sollte man sich dann mit den Fluglinien in Verbindung setzen oder gegebenenfalls auch im Flughafen. Sehr gut. Aber wie sind denn im Moment auch allgemein die Erfahrungen der Leser oder auch der Redaktion mit den Verboten, die aktuell bestehen? Wie sehr werden die kontrolliert? Zum Beispiel die Grenzfahrten in Frankreich. Welche Erfahrungen hat die Redaktion in der Hinsicht? Also das Verbot, also diese Grenzkontrollen in Frankreich, die sind ja erst eigentlich am Dienstag in Kraft getreten. Das heißt, also alles ist da noch relativ neu. Man hat nur an den Nachrichten gesehen, dass die Schlangen also kilometerlang sind und dass wirklich jedes einzelne Auto von den Polizisten kontrolliert wurde. Das heißt also, die Kontrollen sind streng. Was war die Frage? Wie stark das kontrolliert wird und was die Erfahrungen damit sind, genau. Was die Kontrollen innerhalb Spaniens angeht durch die Polizei, also ob man da jetzt zum Beispiel allein im Auto fährt, ob man jetzt wirklich nur zum Supermarkt geht, ist es ganz verschieden, meiner Meinung nach. In Madrid fangen sie wirklich an, die Leute, die eine Einkaufstüte in der Hand haben, zu fragen, wo sie wohnen, ob sie denn wirklich auch zum nächsten Supermarkt gehen oder ob sie einen Spaziergang machen, während es bei uns noch nicht so streng ist. Das ist das, damit meine ich, was ich vorhin gesagt habe, das hängt stark damit zusammen, wie die Situation vor Ort auch ist, was die Ansteckungsrate betrifft. Und in Madrid ist halt momentan ein ganz, ganz, ganz schlimmes Risikogebiet, wenn es bei uns noch nicht so stark ist und man noch nicht so viel Polizei in den Straßen sieht. Aber es war auch so, zum Beispiel, kann ich mich erinnern, als dieses Ausgehverbot in Kraft hat, am ersten Tag hat man auf der Autobahn noch ganz viele Leute mit 4, 5 Leuten im Auto gesehen und 2 oder 3 und jetzt sieht man das gar nicht. Und es sind auch wesentlich weniger Autos unterwegs. Also die Leute nehmen sich das wirklich zu Herzen und je mehr das fortschreitet, desto strenger und effektiver werden auch die Kontrollen werden. Und wenn die Leute jetzt diese Ausgangssperre sich zum Beispiel anschauen, du hast gesagt, das ist hier in der Comunidad Valenciana und an der Küste, wo unsere Redaktion die meisten Informationen bezieht, weil unsere Redaktion sich hier befindet. Wie sieht es denn mit anderen Transportmitteln aus, neben dem Auto? Ist es zum Beispiel noch erlaubt, mit dem Fahrrad einkaufen zu gehen oder sich zu Fuß fortzubewegen? Ja. Also da haben wir auch nachgefragt, das Fahrrad ist in der Tat ein Transportmittel. Also man kann auch mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren, man kann sogar mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, das machen ja ganz wenige Spanier. Aber wenn man zur Arbeit fährt, braucht man halt, wie gesagt, dieses Zertifikat, dass man wirklich zur Arbeit fahren muss und kein Homeoffice machen kann. Und sonst gibt es auch noch öffentliche Verkehrsmittel in den Städten, die sind allerdings reduziert worden, die laufen momentan, glaube ich, auf ungefähr 50%. Und nochmal ein ganz anderes Thema neben dem Verkehr. Wie sieht es denn mit dem spanischen Gesundheitswesen aus? Viele Deutsche möchten ja auch so gerne in ihre Heimat zurückkehren, weil sie eben Angst davor haben, dass das spanische Gesundheitssystem sie nicht ausreichend auffängt
oder sie hier nicht gut genug betreut sind? Also generell glaube ich, dass das spanische Gesundheitssystem nicht schlechter ist als das deutsche. Es ist ein sehr gutes und sehr effektiv arbeitendes Gesundheitssystem, das allerdings momentan eben kurz vor dem Kollaps steht. Das ist die Schuld von dem Coronavirus und dieser Pandemie, die wir momentan haben. Das wird aber in Deutschland wahrscheinlich ähnlich sein, weil Spanien ist ein Stück weit voraus, was die Ausbreitung des Virus anbelangt, aber Deutschland fängt auch an, da merkt man das Fortschreiten vom Virus ja auch, und da werden die Probleme ähnlich sein. Ich glaube nicht, dass man bei der Situation, die wir momentan haben, in irgendeinem europäischen Land besser aufgehoben ist als in einem anderen. Also ich glaube, wir stehen da alle vor dem gleichen Problem. Wir sollten uns alle in irgendeiner Form solidarisch verhalten, uns selbst schützen, damit wir auch praktisch keine anderen Personen anstecken und das Gesundheitssystem damit nicht noch weiter belasten und die nötigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ich glaube, das ist besser, als jetzt irgendwie, wenn es nicht unbedingt nötig ist, eine Reise zu unternehmen, über die immerhin, ja, das sind ja immer 2000 Kilometer, da muss man wahrscheinlich entweder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug, das setzt sich also große Gefahr, große Ansteckungsgefahr aus. Also ich glaube, der bessere, vernünftigere Schritt ist sicherlich, hier zu bleiben. Und wenn es jetzt wirklich hart auf hart käme, also ein Leser, eine Leserin intensiv medizinische Behandlung nötig hätte, wie ist das hier in Spanien? Ist das gesichert? Gibt es genug Betten, genug Plätze? Hat die Redaktion irgendwelche Informationen dazu? Also wenn es sich erstmal darum handelt, dass es um Corona geht, also um die Viruserkrankung, dann mit Sicherheit. Bei allen anderen Erkrankungen gibt es auch eine intensiv medizinische Behandlung, selbstverständlich. Aber es ist auch so, dass Operationen, die nicht unbedingt notwendig sind, Termine bei Ärzten, derzeit auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben werden, um einfach in den Krankenhäusern die Kapazitäten zu sichern, die infizierten Personen zu behandeln. Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall für die Beantwortung der Leserfragen und an Sie auch vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen helfen und natürlich, dass Sie gesund bleiben.